Vor kurzem war ich auf der Innbrücke gestanden und schaue so ins Wasser rein und dann sehe ich, kommt so was Schwarzes, Rundes daher. Denke mir, was ist denn das komisch, gell? Du, und auf einmal geht das schwarze, runde Ding hoch, immer höher und ist ein schwarzer Zylinder. Denke mir, ist ja komisch, gell? Dann geht das noch weiter höher, immer noch höher, kommt da so ein ganz blass, eingefallenes Gesicht runter raus hervor. Denke mir, oh Mann, was da heute halt am Innen runterschwimmt, gell? Und auf einmal kommt so ein ganzer knochiger Finger aus dem Wasser raus und schreit, hey, hallo, Sie da! Sag ich, meinen Sie mich, gell? Sagt er, ja, ist ja sonst keiner da. Da sag ich, was wollen Sie denn von mir? Sagt er, bin ich da richtig? Ein Schwarze Meer? Sag ich, was, ein Schwarze Meer? Moment, muss ich überlegen. Ja, sage ich immer geradeaus weiter und im Passau, dann werden sie dann rechts abbiegen und immer weiter, kommen sie ins Schwarze Meer. Du, die knochige Hand geht an den Hut, der hebt den Zylinder hoch, ganz ein kahler Schädel drunter, sagt er, Dankeschön, setzt langsam den Hut wieder auf, das Gesicht geht runter, der Hut verschwindet, weg ist der Typ. Ich denke mir, das war jetzt komisch, gell? Und dann überlege ich nochmal so, fällt mir was ein, gell? Laufe ich auf die andere Seite von der Brücke und schreie runter. Hey, hallo, Sie da! In dem Moment kommt das schwarze, runde Ding wieder her. Schrei, hey, hallo, Sie da! In dem Moment geht das schwarze Ding wieder hoch. Ein ganzer kahler Schädel hinten geht hoch. Der dreht sich um. Sagt er, was willst du denn noch? Sie entschuldigen, nichts für ungut, aber das ist fei furchtbar weit, das sind ja noch mindestens 2.500 Kilometer. Sagt er, so, ah, das macht nichts, ich habe mein Radl dabei.